Shine in the sky, shine in the sky, you know how I feel. Kommenden Sonntag feiert Niederösterreich seinen Landespatron, den heiligen Leopold. Besonders ausgelassen geht es dabei in Klosterneuburg zu. Beim sogenannten Leopoldifest gibt's einfach für jeden Geschmack etwas. Silvia Kocht bringt mich heute zum Fasselrutschen, Verkosten und Verzweifeln. Den Beginn machen wir beim malerisch schönen Stift Klosterneuburg, das dem heiligen Leopold seine gesamte Existenz verdankt. In unserer Niederösterreich-Woche gibt's heute neben Kulinarischem auch Klerikales. Ich darf das Stift Klosterneuburg besuchen, wo heute noch die Reliquien des heiligen Leopold aufbewahrt werden. Und hier erfahre ich auch, was den Markgraf aus dem Haus der Babenberger zum Heiligen macht. Alexander Potocek arbeitet seit 1999 im Stift Klosterneuburg als Kunsthistoriker. Und er bringt mich direkt zum heiligen Leopold, beziehungsweise zu dem, was von ihm noch übrig ist. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben am stressigsten Tag des Jahres. Ja, keine Ursache. Das kann man schon so sagen, dass bei euch heute richtig zugeht, oder? Ja, das sind für uns die besucherstärksten Tage des Jahres. Die Massen strömen zu euch und ich frage mich, wer war dieser heilige Leopold eigentlich? Also, um den es eigentlich geht, war Markgraf Leopold III. Aus der Dynastie der Babenberger. Und der lässt im Jahr 1114 den Grundstein zur heutigen Stiftskirche legen und bringt im Jahr 1133 den Orden der Augustiner Chorherren nach Klosterneuburg. Und in seiner Regierungszeit als Markgraf regiert er dieses Land eigentlich sehr friedlich für die damalige Zeit. Und das führt eigentlich dazu, dass er dann 1485 heilig gesprochen wird. Und im Jahr 1663 wird er dann zum Landespatron erhoben. Im Endeffekt kann man sagen, aus dem Jahr der Heiligsprechung, wo das erste Mal ein Markt am Leopoldstag abgehalten wurde, und aus der Hofwallfahrt ergibt sich das, was wir heute als Leopoldimarkt, Leopoldiwallfahrt und dergleichen bezeichnen. Was jetzt noch von ihm übrig ist, die Reliquie, das ist wirklich der heilige Leopold, mehr oder weniger? Genau, also die Schädelreliquie ist sein Schädel und die heutige barocke Fassung, also dieser rote Samt mit der Kopie des Erzherzogshutes drauf, stammt aus dem Jahr 1677 und fasst diesen Schädel aus dem 12. Jahrhundert ein. Dann sage ich herzlichen Dank. Bitte ich schön. Weiß, Sie müssen schon wieder weiter. Ja, es geht rund. Danke vielmals. Dankeschön. Ja. Danke. Vanitatum vanitas, hätte mein Lateinprofessor bei so viel heiligen Knochen im Perlenbesatz jetzt gesagt. Eitelkeit der Eitelkeiten. Und apropos Latein, in vino veritas, im Wein, liegt die Wahrheit. Also sage ich dem heiligen Leopold auf Wiedersehen und schlendere als noch Sterbliche in die Stiftsvinothek. Hier wartet Günther Gottfried auf mich, ein Kellermeister für besonders lustige Stunden. Günther, weißt du, was ich bei dir besonders gern mag? Na. Dass du so ein lustiger Mensch bist. Ja, was soll denn da? Ja. Was schenkst du mir jetzt ein? Klosterneuburger Messwein. Ah, das heißt, was Feines, ja. Grünwettliner aus Klosterneuburg. Und Messwein ist ja liturgisch behaftet, das heißt, es ist im Herstellungsprozess auf ein paar Dinge aufzupassen. Also, wir dürfen da nur die natürliche Süße der Trauben hernehmen, wir dürfen keinen Zucker zusetzen, ja. Und von daher perfekt als Aperitif. Man kredenze den Wein. So, das heißt Messwein, ich darf jetzt probieren. Zum Wohle. Sehr zum Wohl. Und wir konnten uns jetzt quasi so nach der Mess schon einstimmen auf den Schweinsbratner. Wir konnten eine Tafelspitz dazu essen. Warte, lass mich probieren, ob ich den Tafelspitz auch schmecke. Schmecken wirst du da drin nicht, da wirst du mehr Frucht haben und mehr Säure. Gut. Aber sehr fruchtig. Das Essen da dazu passen, oder? Ja, also Schweinsbraten, Bockhändlersalat, Tafelspitz, das wären die Speisen dazu. Ich sage Günther mit einem letzten Lachen leb wohl und muss gehen. Aber was heißt hier gehen? In Klosterneuburg wird gerutscht. So frei, so frei, so frei, so frei. Um den Ursprung des Brauches des Fasselrutschens in Klosterneuburg ranken sich zahlreiche Legenden. Ich selbst kenne zwei davon.
ja eine der Sagen über das Fasselrutschen erzählt von einem Klosterwirt, der von seinem Fasselbinder bezichtigt wurde, dass er ein rechter Pantoffelheld sei. Und zwar so ein großer Pantoffelheld, dass er sogar auf Wunsch seiner Frau über dieses große Fass rutschen würde. Tja, daraufhin antwortete der Wirt, das würde er tatsächlich über das Fass rutschen, dann würde das zum Kellerrecht werden. Naja, und die schlaue Frau des Wirten, die hatte das ganze Gespräch natürlich mitverfolgt und als Treuebeweis forderte sie von ihrem Mann, dass er über das Fass rutscht. Und jetzt raten Sie mal, ob der tatsächlich unterm Schlapfen stand oder nicht. Ja, viel schöner finde ich da eigentlich die Legende, dass während des Rutschens Wünsche in Erfüllung gehen. Genau. Silvia, da kannst du nur so oft rutschen, der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Sicher. Sicher ist sicher, oder? Leib und Seele hängen im Stift ganz eng zusammen. Und Rutschen macht schließlich hungrig. Nachdem jetzt auch bei mir wirklich keine Wünsche mehr offen sind, gönne ich mir eine Pause zum Essen. Beim Leopoldi-Fest reiht sich eine deftige Köstlichkeit an die andere. Egal ob herzhafte Ofenkartoffel, mit Zucker, Zimt und Vanille karamellisierte Mandeln oder frische Maiskolben mit Kräuterbutter und Salz. Besonders beliebt sind aber die Käsespätzle. Wahrscheinlich auch, weil sie eine besonders fesche Köchin serviert. Silvia Scheibenreif schwingt für mich am Leopoldi-Fest den Kochlöffel. Und ich habe Gusto auf Kässpätzle mit Speck. Ja, machst du mir die? Dann machen wir das. Sag mal, wie es geht. Passt. Wir haben da schon angefangen. Ja. Wir haben mal unsere Spätzle. Die mischen wir dann mit so ein bisschen so einem Creme Légère, so ein Schlagobers-Gemisch kommt da rein. Kräftig Salz und Pfeffer, dann kommt der Käse schon rein. Ich tue da nur eine extra Portion drauf. Ja, sicher. Kannst du es auch mit den Fingern nehmen. Mit den Fingern? Bist du so wahnsinnig? So. Ganz sicher nicht. So, Silvia, da. Passt. Ja, das ist einmal das Ding und dann warten wir mal auf alle Fälle, bis es heiß wird. Der zieht sich dass dann das schön. Gut. Genau, dass es cremig wird, dass es sich zieht. Ja, dann würde ich sagen, liebe Silvia, eine Portion bitte. Schaut super aus. Und jetzt Speck drüber. Sowieso, ja. Speck und ein Röstzwiebel, wenn es passt. Oh ja, den mag ich auch. Und ein bisschen Röstzwiebel. Den schon. So. Oh, was? Danke. Mm. Ja, ich poste da auch gleich. Müssen wir schauen, was wir gemacht haben. Gut. Passt gut, oder? Nicht unweit vom bunten Leopoldi-Treiben ist der Bauernhof der Familie Niddl in Maria Gugging. Und hier ist man irgendwie auf das Huhn gekommen. Um seinen Hühnern das Leben und Legen zu erleichtern, hat Bauer Niddl ihnen ein einzigartiges Wohnmobil gebaut. So können seine Hühner immer dort leben, wo das Gras am grünsten und die Luft am besten ist. Ihr macht hier Sachen, ein Wohnmobil für Hühner. Wo gibt's denn sowas? Ja, das ist was ganz was Neues. Jetzt gibt's ja Freilandhühner und es gibt Bodenhaltung. Und was sind dann eure Händeln? Campinghühner? Wie heißt das dann bei euch? Ja, das ist sozusagen die Premium-Klasse der Freilandhühner. Ja. Bei den Freilandhühnern normalerweise der Auslauf, wie gesagt, nicht schön ist. Und da haben sie halt wirklich ein frisches Grün zum Fressen. Also das heißt, du kommst mit deinem Traktor, wie kann ich mir das vorstellen, du kommst mit deinem Traktor, hängst das Wohnmobil an und bringst die Händeln dorthin, wo jetzt gerade das Gras am grünsten ist. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man ganz woanders hinfährt, sondern man stellt einfach nur 100 Meter weiter wieder auf, zäunt das neu ein, das Grundstück, und dort können sie dann wieder raus. Wie viele Hühner hast du? Ja, da im Stall sind 225 drinnen. Aha. Und wie viele Eier legen die pro Tag? So, circa 190 Stück. 190 Stück? Ja, ja. Und jeden Tag sortierst du die Eier dann aus? Ja, ja, freilich. Werden immer sortiert und dann verpackt. Ja. Und werden bei uns in den Eierautomaten eingepackt zum Verkauf. So, jetzt würde ich wahnsinnig gerne ein Händel fangen. Wird mir das gelingen? Du darfst dich halt nicht zu ruckartig bewegen. Du musst ganz langsam und ruhig hingehen. Dann wird es vielleicht attackiere ich das Huhn von vorne, von der Seite, von hinten? Ich würde es eher von der Seite, weil sonst fühlt sie sich vielleicht bedroht. Es kommt die Zeit, da klopft dein Leben an die Tür und fragt, warum warst du nie am Start, warum hast du nichts gewagt, warum läufst du immer deinen eigenen Schritten hinterher? Mann, das Leben ist ja heutzutage von jedem Menschen schwer, und wenn die Zeit kommt, kommt sie schnell und sie... Ja, das ist nicht so leicht. Ah, jetzt hol ich dich. Und reiche mir ein Huhn. Hallo. Oh.
Ja, beim Hühnerfangen habe ich mich nicht so geschickt angestellt. Aber ich will halt unbedingt ein Ei. Und beim Nidl geht das Ganze auch ganz einfach, nämlich vollautomatisch. Ja, ich weiß, das ist vielleicht nicht das allerüblichste Gastgeschenk, aber bei meinem nächsten Besuch würde ich gerne Eier gegen Essig tauschen. Warum? Das seht ihr jetzt. Damit heißt es schweren Herzens Lebwohl sagen zu den Nidlhühnern, obwohl, wenn ich mir die so ansehe, die leben eh wie Gott in Frankreich. Grüß Gott, Servus, Tschüss und Baba. Baba, 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 Baba. Ebenfalls in Klosterneuburg ist die Acetaia Pecoraro. Mario Pecoraro macht hier gemeinsam mit Vater Herwig Balsamico. Hallo Mario. Ja, hallo Silvia. Ich stehe dir da bei der Arbeit. Hallo. Freue mich sehr. Ich habe ein ungewöhnliches Gastgeschenk für dich mitgenommen. Aha. Eier. Weil ich glaube, dein Papa kocht mit mir. Ah heute. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, das ja, kann echt sein. Tun wir die zur Seite, weil ich möchte natürlich wissen, was da bei euch passiert. Und wir sind hier in der Acetaia Pecoraro. Ja, perfekt ausgesprochen. Und wenn ich jetzt sage, ihr macht Essig, dann ist es nicht dann perfekt. Dann hättest du mit dem Papa schon ein bisschen ein Problem, ja, weil der ist da viel strenger als ich. Aber okay, wir machen Aceto Balsamico. Okay. Das ist ein Produkt, das ganz lange, wie wir hier sehen, in ganz vielen verschiedenen Fässern lagert und auch von Anfang an schon ganz anders produziert wird. Sind das jetzt unterschiedliche Hölzer, auch die Fässer, für den genau Geschmack? Oder? Also wir haben insgesamt 5 verschiedene Hölzer. Man sieht hier Akazie, Maulbeerbaum, Eiche, Kastanie und Esche. Und in diesen Fässern wird das Produkt jedes Jahr einmal immer umgefüllt. Das heißt, dieser Prozess dauert einmal bei uns mindestens 9 Jahre. Da wird was aus dem kleinsten Fass entnommen und das, was fehlt, wird vom nächsten in das erste weiter nachgefüllt. Von dem wird es ins zweite nachgefüllt, hier ins dritte, vom fünften ins vierte und ins fünfte kommt unser frischer Most rein. Darf man probieren auch? Ja, selbstverständlich, deswegen sind wir da. Ja. Die Fässer sind ganz typischerweise oben offen. Das heißt, übers Jahr verdunsten ca. 20-25% vom Inhalt. Das heißt, mehr oder weniger nach 4-5 Jahren wäre so ein Fass theoretisch leer, wenn du nicht nachfüllst. Und deswegen kommt, also daher kommt auch durch diese Einreduzierung jedes Jahr, kommt auch dieser super intensive Geschmack und auch diese intensive Konsistenz. Das ist fast schon ein honigartiger Saft. Das ist fürs Leben verdorben. Fürs Leben. Das ist Honig. Ja, es ist wie Honig. Also die meisten Leute stellen sich unter Essig halt was ganz Saures vor. Aber diese perfekte Kombination aus süß und, also eigentlich ist ja viel mehr süß, wie du jetzt geschmeckt hast, als dass er sauer ist. Und daher ist er einfach so super zu verwenden für Carpaccio oder über einen Caprese Mozzarella mit Tomaten und einfach nur ganz wenig Balsamico mit einem guten nativen Olivenöl und dann bist du im siebten Himmel. Lieber Mario, so sympathisch du mir bist, ich habe jetzt sehr großen Hunger bekommen auch, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, gehst jetzt zum Richtigen. Ich werde da jetzt zum Papa schauen und ich glaube, wir werden dann nachher gemeinsam essen. Ja, super. Super. Freut danke, mich. Lieber Mario. Ich danke. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Herwig Pecoraro ist Opernsänger. Genauer gesagt ist er Kammersänger. Aber noch viel lieber wäre er Koch geworden. Servus. Schon ein Gastgeschenk zum Verkochen. Aha. Habe ich Eier mitgebracht. Und die sollten wir gleich. Ja, wenn du willst. Die machen wir gleich. Gib's gleich rein. Ja, aber dann haben wir's. Sag mir. Bist du singender Koch oder kochender Sänger? Ja, also das ist so. Die Sänger sagen, ich bin ein ausgezeichneter Koch und die Köche sagen, ich bin ein ausgezeichneter Sänger. Und was ist es für dich? Beides. Große Leidenschaft zum Kochen. Warum? Ja, ja, weil es wäre mein Traumberuf wäre gewesen, Koch. Aber ich durfte das von zu Hause nicht werden, weil das ein familienfeindlicher Beruf ist, haben meine Eltern gesagt. Aha, aber Opernsänger ist ja noch. Ja, das haben sie dann gar nicht gedacht, dass das dann herauskommt. Was kochen wir heute? Heute machen wir ein Bio-Duroc-Schwein-Tagliata. Ja. Mhm. Das werden wir auf einem Rucola-Salat mit gerösteten Pinienkernen und Parmesan
und natürlich Aceto Balsamico Pecoraro anrichten. Mhm. Ich wasche mir noch schnell die Hände. Dein Sohn war ja so nett und hat mich quasi schon in euer Reich der hölzernen Fässer. Hat er die Haut verkosten lassen? Er hat mich verkosten lassen und ich war sehr begeistert. Jetzt weiß ich nur nicht. Ah, jetzt schau. Ich hab's schon geschafft. Gut, also ich schau dir zu, wenn ich was helfen kann, dann fangen wir an. Trocknen uns hier die. Das Bio-Duroc? Bio-Duroc. Die Rasse ist Duroc. Mhm. Und zwar ein Bioschwein von uns selber. Das heißt, wir haben selber Duroc-Schweine bei einem Freund von uns. Mhm. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich weiß, wo die Lebensmittel herkommen. Ja. Und natürlich, wenn möglich, alles Bio. Mhm. Wir tun das Ganze nur mit Salz und Pfeffer würzen. Wir brauchen nicht mehr dazu. Wir müssen da nicht sparen, da wir ja dann Streifen schneiden, also Tagliata. Mhm. Tagliata heißt in Scheiben geschnitten. Mhm. Wir nehmen jetzt ein Olivenöl. Okay, es heißt ja immer, man darf nicht Olivenöl nehmen. Ja, das ist leider eine Irrmeinung. In Italien und auch in Griechenland wird frittiert mit Olivenöl. Ah, okay. Eieiei, wie das brutzelt. Gibt es da jetzt einen Tipp? Wie durch soll das sein? Also ich würde sagen, bei dieser Stärke würde ich auf jeder Seite 2 Minuten ganz scharf anbraten. Dann geben wir das Ganze 10 Minuten bei 120 Grad in den Rohr. Jawohl, geben wir ins Rohr. Dann lassen wir es noch 10 Minuten rasten. Jetzt schauen wir da mal, wie das da ausschaut. Jawohl. Perfekt. Upsala. Alles gut. Das ist auch eine Leidenschaft einfach. Perfekt. So. Ich tue jetzt das Ei weg. Wenn du so nett wärst, bitte schön. Weil das ist schön. Das Einzige wahrscheinlich, was ich machen kann, ohne dass du es besser machen könntest als ich. So, Achtung. So, das können wir jetzt auch schon ausschalten. Das geben wir jetzt ins Rohr. So, dann gehen wir vielleicht hierher und richten uns den Rucola. Ein Tipp bei Salaten mit Anwendung von Balsamico, immer zuerst das Olivenöl. Okay. Wir ölen jetzt den Salat, geben dem Balsamico, du kennst ihn mittlerweile, der ist sehr dickflüssig, ist sehr voll, der pickt hier, du wirst das sehen, dann wie kleine Tropfen auf dem Blatt. Mhm. Wir brauchen daher auch nur einen Löffel vom Balsamico. Und du schreist Stopp? Ich schrei Stopp. Also, so, los geht's. Olivenöl zuerst an den Salat. Ich würde jetzt aufhören. Stopp. Jawohl. Gut. Jetzt mischen wir das durch. Gut. Du könntest aber auch das Ei noch schälen, sehr bitte. Gerne. Sehr, sehr gerne. Warte, ich mache mir das noch ein bisschen. Und ich mache derweil hier weiter. Ja. Das heißt, ich gebe jetzt den Balsamico drüber. Das ist so ein Esslöffel. Kommt sehr wenig raus. Jetzt warten wir mit Salz und Pfeffer noch ein klein wenig, weil wenn wir das Salz jetzt gleich zugeben, dann fällt uns der Salat zusammen. Dann haben wir uns schon die Pinienkerne hergerichtet, schön angeröstet. Und jetzt schauen wir mal dahin, wie es dem Fleisch hier geht. Du machst mir so Hunger. Ah, so, schön. Und jetzt machen wir den Drucktest. Wir drücken hier drauf und hier drauf. Ja. Und jetzt haben wir, wenn wir hier drücken, haben wir es medium. Wenn wir es rausdrücken, haben wir es ganz. Und wir sind hier jetzt, probieren mal. Perfekt. Sieht man gut. Wir lassen es jetzt noch ein bisschen ziehen, richten uns jetzt den Salat an. Wenn du würzest, fertig? Jawohl, nicht zu viel, jawohl. Dann ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer, musst du aufpassen mit deiner Mühle, weil die kenne ich noch nicht so. Genug, oder? Nein. Bisschen. Gut. So, dann nehmen wir ungefähr
bisschen da. Ja, dann hobeln wir uns ein bisschen Parmesan rein. Hast du einen Kartoffelschäler? Ja, schau, das gibt nämlich wunderschöne, feine, dünne Streifen. So, würde ich sagen. Und noch mehr mischen? Du musst nur ganz kurz durchmischen. Nehmen aber noch jetzt eine Gabel zur Hand. Und lösen den Knochen. Ich brate das Fleisch immer am Knochen. Weil? Weil es saftiger bleibt. Sehr schön. Es geht auch ganz leicht. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt die Probe aufs Exempel. So, das geben wir weg. Und jetzt schauen wir, wie das da gelungen ist. So sollte es ungefähr ausschauen. Schau, das ist wunderschön. Hat hier genau. Und wenn du jetzt hier drückst, schau, rinnt der Saft raus. Wie merke ich, wo ich schneiden muss? Wo sind meine. Mit der Faser, gegen die Faser? Gegen die Faser. Gegen die Faser. Also du schneidest einfach ungefähr in dieser Dicke 3 mm. So. So. 1, 2, 3. Dann nehmen wir nur einen Löffel hier hinaus. Wir richten nun das Ganze an als Tagliata. Sehr schön. Und zwar so. Dann schneiden wir uns hier noch eine Cherry-Tomate. Tomate. Sehr schön. So. Und geben uns noch ein Ei dazu. Also, du bist ja quasi ein Traumgatte, singend, kochend, ja. Selten sauer. Da scheiden sich die Geister oft. So, und jetzt geben wir nur ein bisschen Parmesan noch so drüber als kleine Draufgabe. Nehmen jetzt den Balsamico und das Tüpfelchen auf so. Boah. Und ich würde sagen, voilà. Boah, köstlich. Guten Appetit. Und ich darf ich das auch gleich verkosten? Bitteschön. Und da zücke ich auch schon das Gewehr. Ah, da kommt schon noch. Da kommt noch einer. Komisch, ja, immer wenn das Essen fertig ist, ist er da. Rechtzeitig zum Essen. So, bitte, guten Appetit. Die Lady probier's zuerst. Bitte, ja. Dankeschön. Ich kann dich jetzt nicht dazu bewegen, dass du auch noch singst, währenddessen ich esse, oder? Wenn dann wäre mein Glück perfekt, aber. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Naja, ich würde sagen, probiere mal, ob es gelungen ist und dann. Haben wir Glück gehabt. Du musst nicht mehr singen. Ich gehe, weil sonst singe ich und das willst du nicht. Danke für das hervorragende Essen. So verlasse ich Herwig und Mario und erreiche der Balsamico-Fässer. Und irgendwie hat das Kloster Neuburg so in sich mit den Fässern. Zuerst ausgelassenes Fasselrutschen, bis alle Wünsche in Erfüllung gehen, dann köstlichen Wein aus der Stiftsvinothek und jetzt auch noch Aceto vom Fass. So lässt sich's leben und sterben, wie es auch der heilige Leopold vorgemacht hat. Und ich bin mir sicher, der hat auch jetzt noch eine Riesenfreude, wenn er seinen Niederösterreichern dieses Wochenende beim Feiern zuschauen kann. Ja, zum Ende verwöhne ich mich noch mit ein paar frisch gerösteten Mandeln. Alle Infos zur heutigen Sendung finden Sie auf unserer Homepage und ich stürze mich jetzt wieder ins Getümmel beim Leopoldifest. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Fassel, wo ich drüber rutschen könnte, oder? Nein,